Liebe Zuschauerinnen und liebe Zuschauer, ich begrüße Sie herzlich zum Schweizer Zeit-Magazin vom Oktober. Wir stehen vor einer Abstimmung, die ziemlich genau in einem Monat stattfindet, die über Goldinitiative. Der Abstimmungskampf hat sich bis jetzt eigenartig angelagert. Keine der grossen Parteien will über die Initiative kontradiktorisch diskutieren lassen. Man spielt sie ab. Dabei geht es um währungspolitische Fragen, die selbstverständlich jede Schweizerin und jeder Schweizer betreffen. Es geht auch um die Frage der Unabhängigkeit der Währung und damit auch der Unabhängigkeit des Landes. Wir haben einen Goldexperten gefunden, den Herr Claudio Grass aus Rapperswil. Er befasst sich beruflich intensiv mit Gold. Vielleicht zuerst, Herr Grass, können Sie genau sagen den Zuschauern, was Sie machen und wie Sie dazu gekommen sind, das zu machen, was Sie mit Gold jetzt machen? Sehr gerne. Also, was wir machen, wir tun für private Kunden insbesondere physische Edelmetall einkaufen im Auftrag von ihnen und dann die dann außerhalb des Bankensystems einlagern. Das heisst, wir dürfen nicht spekulieren, wir dürfen nicht hedgen, wir haben keinen eigenen Stock, sondern einfach die Kunden, die wir eigentlich ansprechen, sind die, die in physischem Gold und auch Silber ihre Versicherung sind. Und wie sind Sie dazu gekommen, diese Tätigkeit aufzunehmen? Es war ein kleiner Entwicklungsprozess. Wenn ich meine berufliche Karriere anschaue, bin ich zuerst 10 Jahre in der Airline-Industrie gewesen. Von dem viel können reisen, viele verschiedene Kulturen können sehen, verschiedene Länder natürlich. Dann habe ich gewechselt in die IT-Industrie. Und so 2001, wo wir eigentlich dort die grossen Skandale hatten, Swissair, Enron und solche Sachen. Ich bin immer sehr interessiert an Geschichte und Wirtschaftspolitik und habe dann gefunden, also irgendetwas läuft komplett falsch. Ich glaube, die Politik ist gefordert. Ich habe gefunden, die Wirtschaft, das sind die, die Fehler machen. Ich habe dann auch mich politisch engagiert für den FDP zu dieser Zeit. Und habe dann auch als Quintessenz 2 Jahre bei der UNO angehängt, wo ich im Nahen Osten war, wo ich die Familie mitgenommen habe. Und dort unten habe ich ein Buch mitgenommen von Ferdinand Lips, die Goldverschwörung. Und das war zum ersten Mal, dass ich gesagt habe, ich habe so viele Fragen, aber ich habe nie Antworten gefunden. Und der Lips hat dort über monetäre Geschichte geredet. Und dann habe ich mit ihm Kontakt aufgenommen und dann hat er gesagt, ja, Claudio Grass, lesen Sie Röpke, lesen Sie Mises, Hayek. Und so bin ich eigentlich reingekommen und habe jetzt die letzten 10 Jahre im Endeffekt nichts anderes gemacht als Bücher gelesen über Wirtschaft, über Wirtschaftspolitik, über Geschichte, über verschiedene staatliche Konstrukte und vor allem monetäre Geschichte. Wir diskutieren in einem ersten Teil diskutieren über die Bedeutung von Gold für die Währungspolitik ganz allgemein. Und in einem zweiten Teil befassen wir uns dann näher mit der Goldinitiative, damit das klargestellt ist. Die Schweizer Zeit war dabei, wo die Goldinitiative lanciert worden ist. Also wir sind da Partei. Aber wir sind der Auffassung, man kann auch aus dieser Position die Initiative sachlich diskutieren. Wir sind ja die Schweizer Zeit, das ist die konservativ-bürgerliche Zeitung, die eben auch die Fragen zur Diskussion stellt, die müssen diskutiert werden und von anderen eben kaum diskutiert werden. Herr Gross, jetzt als Beobachter von der politischen Szene, wie schätzen Sie das ein, dass man grosse Anstrengungen unternimmt, über die Initiative nicht zu diskutieren im Vorfeld von dieser Abstimmung? Wie schätzen Sie als Kenner von der Materie die Haltung ein? Also ich stelle grundsätzlich ist es sehr schade, dass man eigentlich keine Diskussionen führt. Oder? Weil im Endeffekt wäre es sehr wichtig für die Schweizer, was es bedeutet, was Gold bedeutet, was es für Konsequenzen könnte haben für die Schweiz. Und das haben wir aber, ich meine, Gold ist schon damals Ende 90er Jahre, wo wir eigentlich die Bundesverfassung geändert haben, hat man ja auch nicht diskutiert oder gesagt, wir nehmen im Fall die 40% Golddeckung aus der Verfassung raus. Man hat gesagt, man macht eine Modernisierung. Also man hat damals schon nicht über das Thema geredet. Und heute haben wir natürlich das Gleiche wieder. Und ich denke, oder grundsätzlich muss man sagen, niemand kennt die Wahrheit. Aber man kann natürlich Gold aus verschiedenen Perspektiven anschauen. Und wenn man das im Währungspolitischen anschaut oder als Währung, ist natürlich Gold immer schon das Fundament gewesen. Also wenn man jetzt zurückgeht in die Geschichte, dann ist eigentlich Papiergeld
in der Vergangenheit zum Papiergeld geworden, weil es eine Quittung war für eine gewisse Anzahl Gold. Und Gold hat natürlich, Gold kann man nicht drucken. Und von dem her ist, natürlich, ist Gold an und sich in meinen Augen ein Entscheid für die Freiheit und für das Eigentumsrecht des Einzelnen. Und das sind natürlich Themen, die dann eben jetzt heute, wo vor allem von einem Zentralbankensystem profitieren, weil sie natürlich einfach die Macht haben, um selber können entscheiden, wir drucken, wie viel das sie drucken, zu welchen Zinsen das sie drucken, wer das Geld zuerst am Anfang überkommt. Das gibt natürlich eine enorme Machtkonzentration. Also wir haben das Gold eigentlich als nicht ohne weiteres vermehrbares Fundament von einer Währung, die aus Papier besteht, wobei die Papier mehr oder weniger kritisch ist für den Wert, der dahinter steht. Aber wir haben heute natürlich eine Mehrzahl von Währungen, die nur unwesentlich oder überhaupt nicht mit Gold abgesichert sind. Wie ist denn, was ist der Umgang mit diesen Währungen? Was ist der Unterschied zwischen diesen beiden Charakteren von Währungen? Also grundsätzlich muss man sagen, wir leben heute zum ersten Mal in der Geschichte, in den letzten paar tausend Jahren, in einem reinen Papiergeldsystem. Oder wenn man anschaut, wie natürlich, oder Gold war eigentlich immer die Basis gewesen, für das Währungssystem. Wir sind auf einer Art Goldstandard gewesen, bis 1915, bis zum Ersten Weltkrieg 1914. Und dort sind eigentlich alle grossen Währungen sind angebunden gewesen an Gold. Und das hat natürlich vor allem verhindert, dass die Regierungen einfach ohne irgendwie aus dem Nichts raus haben können Geld schöpfen. Unlimitiert. Und man hat dann eigentlich jetzt 100 Jahre gebraucht, um das Gold quasi aus der, als Währung rauszubringen, auch im Geist der Menschen. Also sprich, man hat 1914 ist man eigentlich für den Ersten Weltkrieg ist man weggegangen von dem Goldstandard, damit man den Krieg finanzieren konnte, über Staatsanleihen. Dann 1922 hat es eine Konferenz in Genua, wo sich Kriegshelden getroffen haben. Und dann haben gesagt, okay, in Zukunft ist das britische Pfund, der US-Dollar und Gold eine Weltreservewährung, also sprich so das britische Pfund und der Dollar genauso gut wie Gold. Und dann hat man im Zweiten Weltkrieg, hat man nachher 1944 Bretton Woods gehabt, wo dann der Engländer rausgefallen ist. Und dann ist eigentlich Gold und Dollar als Reservewährung dort gewesen. Das bis 1971, wo der Nixon das Goldfenster geschlossen hat, am 15. August. Wo man könnte sagen, seit dem Zeitpunkt ist eigentlich die ganze Welt weg von einer Goldwährung. Die Schweiz war es noch bis Ende 90er Jahre. Wir haben zwar Anfang des 90er Jahre den Beitritt vom IWF, Internationaler Währungsfonds, hat man gesagt, Gold ist kein monetäres Asset. Aber man hat damals gesagt, die Schweiz darf ihre Goldreserven behalten, so haben sie es uns kommuniziert. Und von dem her, Fakt, ist eigentlich das einzige Land, das auf einem Goldstandard nach wie vor eigentlich gelaufen ist. Und das hat man dann mit den Verkäufen von den Zentralbanken Gold hat man das eigentlich im Jahr 2000 natürlich auch rausgekickt. Also von dem her heute, jedes Papiergeldsystem ist komplett ungedeckt. Das war jetzt ein kurzer Überblick gewesen über die Bedeutung des Gold für gesunde Währungen, als Fundament von gesunden Währungen. Jetzt hat aber beispielsweise in der Schweiz auch die Economy Suisse. Das ist ja die Organisation, die eigentlich für die Wirtschaft, im Namen von der Wirtschaft insgesamt auftritt. Die hat kürzlich eine Erklärung abgegeben und hat gesagt, ja, also die Bedeutung von Gold, die gäbe es eigentlich gar nicht mehr. Heute, die moderne Währungspolitik, die arbeite völlig anders. Die beherrscht die Notenpresse und heute könne der Währungspolitik betreibt, damit jederzeit in jedem gewünschten Ausmaß per Notenpresse Geld herstellen. Und da kann eigentlich nichts mehr passieren. Was sagen Sie da dazu? Gut, ich meine, die Möglichkeit haben Sie natürlich im Endeffekt. Sie können natürlich Geld aus dem Nichts schöpfen. Oder? Jetzt ist einfach die Frage, die sich natürlich jeder Schweizer muss stellen, ist es möglich, aus dem Nichts aus dem Wohlstand zu schaffen? Und das ist eigentlich das, was heute funktioniert. Und wenn man natürlich sehen, jetzt auch ein Economy Suisse, der vielleicht die Wirtschaft vertritt, wenn sie natürlich die Zentralbank haben, die eben aus dem Nichts aus Geld schöpfen kann, dann haben sie auch den Cantillon-Effekt. Und der Cantillon-Effekt sagt eigentlich, die Ersten, die das neu geschöpfte Geld bekommen, sind die, die natürlich auch davon profitieren, weil sie können zu bestehenden Preisen eigentlich einkaufen. Und je länger natürlich das Geld braucht, bis es dann eigentlich bei Leuten wie uns ankommt, dann sind eigentlich die Preise schon gestiegen. Und wir sind eigentlich die, die Verlierer sind. Oder also wenn man jetzt heute zum Beispiel anschaut, ich meine die Bilanz von der SNB oder Ende 90er Jahre sind wir irgendwo bei 50 Milliarden herum gemacht. Heute sind wir bei 500 Milliarden.
also Verzehnfachung, seit 2018 von 100 Milliarden auf 500 Milliarden hoch. Das heisst natürlich, die Zentralbank hat Geld geschöpft. Das Geld, das in Umlauf gekommen ist, hat natürlich gleichzeitig auch das Geld entwertet, das schon bereits in Zirkulation war. Also jeder, der eigentlich heute ein Büzer ist oder ein Salär bezieht oder vielleicht auch AV oder einen fixen Salär, die sind eigentlich über Nacht enteignet worden, 20% ihrer Kaufkraft. Und das Geld hat aber natürlich ist umverteilt worden. Oder? Also die Zentralbankpolitik ohne irgendwelche Anbindung hat im Endeffekt immer die Möglichkeit, dass man kann umverteilen kann. Und zwar auf breite, die darunter leiden, sind die, die an der Basis unterstehen. Und das führt eigentlich zu einer Zentralisierung im gesamten Bankenwesen. Derjenige, der Geld druckt und damit Geldmenge eben eigentlich beliebig kann vermehren kann, der hat gar nicht so viel. Also er selber schon, aber ein Staat, eine Bevölkerung hat nichts davon, wenn zu der Vermehrung der Geldmenge nicht auch die Wirtschaftsleistung entsprechende Vermehrung hat, Dienstleistungsleistungen eine entsprechende Vermehrung hat. Also das muss im Gleichgewicht steigen und wenn es nicht im Gleichgewicht steigt, nachher gibt es einfach einen Preiszerfall. Ja, das ist konsequent so. Ich meine, oder? Es ist eigentlich heute, ich sage immer, es ist eigentlich wie ein Monopoly. Und ich glaube, jeder kennt das Spiel, wo eine Bank macht, man hat eine gewisse Anzahl Häuser und Hotels, die man bauen kann. Und wenn wir jetzt dann als Bank, einer macht Bank und jetzt entscheidet er, okay, jetzt tun wir einfach die Geldmenge verdoppeln. Wenn was passiert, das sind immer die gleichen Güter rum im Endeffekt, oder? Aber die Preise gehen einfach hoch, weil natürlich wesentlich mehr Geld jetzt zur Verfügung steht und die Leute fangen an, ja, dann zahle ich dir mehr für das und zahle die. Aber es hat an und für sich für den Wohlstand der Menschen macht es eigentlich überhaupt nicht aus. Es wird jetzt einfach, oder gewisse Assets, das ist ja das, was wir heute sehen, oder? Das Geld, das eigentlich neu geschöpft worden ist, geht eigentlich in so gewisse Blattern rein, Vermögenswert, in Immobilienmarkt zum Beispiel oder auch in Stockmarkt, also in die Börse. Aber wenn man natürlich anschaut, nur wenn man jetzt einfach mehr Geld schöpft, aber immer noch die gleiche Anzahl Güter nachgefolgt wird oder man kann erwerben, dann gehen einfach Preise rauf. Sie haben ja einen Zusammenhang hergestellt. Die Artikel, die Sie geschrieben haben in letzter Zeit, die ich gelesen habe von Ihnen, haben Sie gesagt, die Stärke von einer Währung hat immer einen Zusammenhang zur Umverteilung, die im Land stattfindet. Können Sie das den Zuschauern kurz erklären, warum Sie diesen Zusammenhang herstellen? Ja, ich meine, es ist, wenn wir jetzt rundherum schauen, oder der Schweizer Franken war über längere Zeit eigentlich immer die stärkste Währung. Ich würde sagen, eben, bis Ende der 90er Jahre, wo man eigentlich die Goldbindung hatte, die natürlich im Endeffekt nichts anderes sichergestellt hat, als dass man eigentlich die Nationalbank in ihrem Agieren hat können einschränken, oder dass sie nicht einfach aus dem Nichts heraus unlimitiert Geld drucken, was sie heute im Endeffekt machen dürfen. Und wenn man anschaut, die anderen Länder, die es rundherum schon früher gemacht haben, oder, das ist ein riesen, also ein gigantischer Schuldenberg, den man da aufgetragen hat. Oder? Wir haben die offizielle Staatsverschuldung, die zum Beispiel massiv explodiert ist. Ich nehme immer das Beispiel Amerika, weil es steht eigentlich im Zentrum. Oder in Amerika zum Beispiel haben sie die offizielle Staatsverschuldung liegt irgendwo bei 17,8 Billiarden. Also rund bereits über 100% von ihrem Bruttosozialprodukt. Und dann hat sie aber auch immer noch die inoffizielle Staatsverschuldung. Also das sind eigentlich sämtliche Zahlungsversprechungen vom Staat in Bezug auf Pensionskassengelder, AV, Gesundheitsversorgung etc. Ja, da muss man sich im Klaren sein, das ist bei jedem Staat so. Ist bei jedem Staat so. Und jetzt in Amerika, wenn Sie das anschauen, hat jetzt der Professor Kotlikoff von der Boston University hat eine Studie herausgegeben vor etwa einem Jahr und hat gesagt, wenn man die anfallenden Liabilities, also die implizite Verschuldung anschaut, dann sind die im Bereich 220 Billiarden. Also 17-fache von der offiziellen Staatsverschuldung. Und wenn Sie sich das anschauen, dann haben Sie das eigentlich überall, ob das jetzt in Frankreich oder in Deutschland oder wo auch immer ist, in der gesamten westlichen Welt, inklusive China und Japan, haben sie so die enormen Schuldenberge. Oder? Und die Schulden werden nie mehr zurückgezahlt werden. Und was man natürlich jetzt als Zentralbank machen kann, ist, oder sie können immer wieder neu Geld in den Kreditkreislauf reindrücken und dann schafft das vielleicht eine kurzfristige Linderung, aber es ändert eigentlich nichts an der Sache, dass man einfach verschuldet ist. Dann ist es einfach auf ein bisschen höherem Niveau. Ja, also sie haben dann eigentlich, das ist dann die Umverteilung, oder? Sie geben dann, sie schöpfen neues Geld und wie gesagt, die zuerst das Geld herkommen, ist entweder der Staat oder es ist natürlich das Bankensystem oder es sind natürlich grosse multinationale Unternehmen, wo man eigentlich sagt, also die Too Big to Fail Problematik. Und das sind eigentlich immer die Ersten, die das Geld überkommen und können natürlich dann mit dieser Liquidität entsprechend einkaufen, die Preise sind gleich. Und hinten raus kommt dann eigentlich erst
die Abwertung oder dass die Preise eigentlich immer hochgehen, weil dann auch das Geld im Endeffekt irgendwann mal, also momentan sehen wir einfach, es kommt nicht in den Kreislauf, in einen Wirtschaftskreislauf. Oder man hat ja auch so eine Velozität von Geld, also sprich, wie schnell tut das Geld die Hände wechseln. Und wenn man das anschaut, wo wir heute stehen, dann ist das eigentlich kurz nach dem Zweiten Weltkrieg-Niveau. Oder das heisst also Kredit, man kann den Velozität, kann man das sagen, Kredit im System, wo die Hände wechseln. Und dort, da sind wir auf einem Rekord-Low. Und darum sehen wir auch nicht gerade 1:1 die Inflation, dass alle Preise für Nahrungsmittel, Konsumgüter sofort aufschiessen. Aber bei den Mietzinsen und bei den Bodenpreisen sehen wir es. Absolut, weil das ist eigentlich dann auch die Inflation, die man natürlich importiert, oder? Wenn die Nationalbank. Jetzt, wenn man Stimmen sucht von Persönlichkeiten, die da schon als Warner auftreten sind, dann findet man relativ viel, und zwar auch renommierte Persönlichkeiten. Bei der Auseinandersetzung mit Äußerungen von Ihnen hat man mit einem gewissen Erstaunen festgestellt, Sie haben den Alan Greenspan erwähnt als Mahner. Nun ist ja der Name Alan Greenspan damit verbunden, dass zu seiner Zeit an der Spitze von der amerikanischen Zentralbank, also von der Fed, hat eine von den markantesten Ausdehnungen von der Geldmengen stattgefunden. Also was hat denn der Greenspan eigentlich gesagt und was ist mit ihm passiert? Ja, also der Alan Greenspan, der eben mehr als 20 Jahre lang Präsident war von der Federal Reserve, vom Federal Reserve System in Amerika, hat 1967 hat er ein Essay geschrieben, also einen Artikel geschrieben über Wirtschaft und individuelle Freiheit. Und vielleicht können wir das schon einblenden, dann würde ich das zitieren. Also er hat gesagt, ohne den Goldstandard gibt es keine Möglichkeit, Ersparnisse vor der Enteignung durch Inflation zu schützen. Es gibt dann kein sicheres Wertaufbewahrungsmittel mehr. Die Finanzpolitik des Wohlfahrtsstaates verlangt, dass es für die Besitzer von Vermögen keine Möglichkeit gibt, sich zu schützen. Dies ist das schäbige Geheimnis, das hinter der Verteufelung des Goldes durch die Verfechter des Wohlfahrtsstaates steckt. Kreditfinanzierte Staatsausgaben sind schlicht und ergreifend ein System zur versteckten Enteignung von Vermögen. Gold steht diesem hinterhältigen Prozess im Weg, es steht für den Schutz von Eigentum. Wenn man das begriffen hat, versteht man auch die Feindschaft der Etatisten gegen den Goldstandard. Also Papierwährung nützt im Schuldenmacher, Gold schützt den Eigentümer. Kann man das so eigentlich zusammenfassen? Absolut, weil natürlich Gold ist, Gold kann man natürlich nicht drucken. Und Gold ist, hat einen inneren Wert. Oder? Ein Wert, der sich aufgrund der letzten 3-4'000 Jahre, seit Menschen, oder, wir befinden uns nach wie vor in der Tauschwirtschaft. Das heisst, ich gehe arbeiten und tue eigentlich meine Arbeit, meine Zeit aufwenden, und für das komme ich eigentlich einen Lohn über, und das sind heute verschiedenfarbige Papiernötchen. Und in der Vergangenheit war das halt eben Gold oder Silber gewesen, oder? Und das hat natürlich auch eben, wenn sie, oder, man muss sich nur heute überlegen, weil wenn die Nationalbank von monetärer Stabilität redet, dann heisst das eigentlich, dass sie einfach Geld drucken. Und dass sie die Währung abschwächen, weil man ja sagt, eben, wir müssen unseren Export unterstützen. Und man verschafft dort vielleicht kurzfristig Linderung, indem dass man eben beim Schweizer, der für das muss zahlen muss, die Umverteilung macht zu den Exportindustrien, die dann kurzfristig wieder quasi Competitiveness festhalten, aber im Endeffekt läuft das immer aufs Gleiche aus, und das ist eine Spirale, die nicht mehr rauskommt. Und dann wird einfach das Geld abgewertet, bis es zum Schluss zu einer Hyperinflation kommt. Und der Alan Greenspan, kann man vielleicht sagen, eben, das hat er 1967 geschrieben gehabt, bevor er natürlich Präsident geworden ist von der Federal Reserve. Und man kann das auch nachgoogeln auf dem Internet. Und der Ron Paul hat 2000 und 10 hat er, glaube ich, das Modell in Greenspan getroffen und hat ihn gefragt, er hat das Essay gerade vor sich, und hat ihn gefragt, würden Sie das wieder rufen? Und dann hat der Greenspan gesagt, er hat es jetzt gerade wieder kürzlich gelesen, und nein, er steche eigentlich zu jedem einzelnen Wort, und er findet immer noch, dass es so ist. Theoretisch hat er eine Erkenntnis gehabt, praktisch hat er dich vielleicht nicht gerade so durchgesetzt, als er an der Spitze war von der FED. Ja, weil ich meine, es sind natürlich zwei verschiedene Systeme, und jetzt sind wir eigentlich wieder zurück bei der Schweiz. Mhm. Oder? Wir haben einerseits, können wir sagen, eine unabhängige Währung, die mit Gold unterlegt ist, sichert im Endeffekt auch die Unabhängigkeit von dem jeweiligen Land.
Und dann andererseits sehen wir natürlich auch, eben, was wollen wir? Ein zentralisiertes System, wo uns Politiker und ein paar Zentralbanker zum Beispiel sagen, was wir jetzt tun und zu machen haben und was richtig und falsch ist für uns. Oder das, was die Schweiz eigentlich gross und stark gemacht hat, die föderalen Strukturen, die direkte Demokratie, wir sind das letzte Land auf dieser Welt, das das hat. Plus mit diesen föderalen Strukturen natürlich die Limitierung von der politischen Macht. Oder man hat einfach gesagt, darum, Gemeinden oder Kantone sind verantwortlich gewesen für Besteuerung, für das Krankensystem, oder für Schulausbildung etc. Und das, ist eigentlich, das hat den Wettbewerb sichergestellt. Der Wettbewerb unterhalb der Kantone, innerhalb auch der Gemeinden, dass wenn es beim einen nicht passt, dann hat man einfach gesagt, gut, dann gehe ich in eine andere Gemeinde. Oder wenn mir jetzt Hünenberg nicht passt, dann kann ich auf Kamen über etc. Und das haben sie natürlich heute, wird das immer mehr einfach zentralisiert. Und der Schweizer hat an sich gar keine Entscheidungsmöglichkeiten mehr, weil Bern im Endeffekt alles zu sich will delegieren. Und das sieht, der beste Beispiel ist sicher auch der NFA. Das ist eigentlich die Aushebelung, das ist die Aushebelung vom Föderalismus durch die Hintertüren, oder? Sie sagen ja auch, und ich meine, das hat auch eine Beziehung auf das Zitat von Greenspan, das Sie jetzt vorher vorgelesen haben, dass der Wohlfahrtsstaat eigentlich als Totengräber von solider Währungspolitik muss bezeichnet werden. Das ist eine Verkürzung. Auch da bitte ich Sie, das kurz zu erläutern, wie das gemeint ist. Der Wohlfahrtsstaat ist im Endeffekt nichts anderes als eine Umverteilung. Und das sicher auch über Politik, über die politischen Pressure Groups oder eben die Interessensgruppen. Und eben, man findet dann eigentlich über Politik, also Demokratie, oder? Ich bin immer noch ein grosser Anhänger von Aristoteles, der gesagt hat, Demos, das Dorf, Kratien, die Herrschaft. Und die Demokratie kann funktionieren, wenn man einfach die Entscheidungsgewalt so tief als möglich behalten, bei Leuten, wo man sagt, wir dürfen nur über Sachen abstimmen, die euch wirklich direkt beeinflussen und betreffen. Aber es kann ja nicht sein, dass zum Beispiel jetzt jemand im Kanton Graubünden darüber entscheiden sollte, was jetzt den Genf macht. Oder? Das sind so verschiedene Philosophien, wenn man das Ganze natürlich anschaut. Und ich denke einfach, die Schweiz hat sich daraus ausgezeichnet, dass wir eben immer sehr dezentral gewesen sind. Und sehr viel, und der Souverän war wirklich das Volk gewesen. Und wenn wir natürlich jetzt anschauen, was in den letzten 14 Jahren insbesondere gelaufen ist, sehen wir einfach, das Volk ist nicht mehr der Souverän. Oder jeder, der sagt, wir sind heute noch nicht in der EU, würde ich sagen, das ist auch nicht so, das kann man nicht einfach so sagen, weil wir finanzieren das ja, oder? Ja mit denen. Lässt dann der Wohlfahrtsstaat, der natürlich auch bei uns Einzug gehalten hat, lässt der dezentrale Entscheidfindung überhaupt noch zu? Wenn Sie das eben würden, jetzt auf Stufe Kantone oder Gemeinden wieder abdelegieren, dann könnte zum Beispiel der Kanton Zug selber entscheiden, was er für einen Wohlfahrtsstaat für seine Bürger, die dort wohnen, was er möchte für ein System dort implementieren, dass man sagt, also eben, weil sonst ist es eigentlich wirklich eine Demokratie, verkommt sonst zu einem wilden Raubtier. Und dann sind eigentlich immer 51%, die über andere 49% stimmen. Und durch das die Dynamik mit den 4 Jahren, auch mit dem politischen Zeithorizont, wo man sagt, wir haben 4 Jahre Zeit, quasi um so viel Geld aus dem System rauszuholen politisch, ist durch die Umverteilung wesentlich dynamischer geworden. Und das führt in meinen Augen, und das sehen wir ja auch, also, oder wenn unser System so schlecht wäre, dann wären wir nicht immer eines der reichsten Länder auf dieser Welt und hätten nicht so viel Geld, auch in der Schweiz nach wie vor, weil das Bankgeheimnis kann es nicht mehr sein. Also wir sind finanzplatzmässig sind wir eines der, wir haben 26% von sämtlichen Vermögenswerten weltweit sind eigentlich in der Schweiz geparkt. Oder? Wenn man Hongkong, Singapur kombiniert anschaut, sind das 13%. Also die Schweiz hat eigentlich immer auch so ein riesen Stellenwert gehabt, weil wir einfach politisch sehr stabil sind, weil es keinen König gegeben hat, weil es keinen Präsident gehabt hat, sondern weil das Volk im Endeffekt selber hat dürfen entscheiden, was ist richtig, was ist falsch. Und das halt wirklich auf die Stufen runter bis auf Gemeinde und Kanton. Und das ist, wenn wir es vergleichen mit anderen Ländern rundherum, dann haben wir sind die letzte direkte Demokratie und das letzte freiheitliche Land. Und das sind Sachen, denke ich, die eigentlich wirklich wert sind, zu verteidigen. In Sachen Geldschöpfung per Notenpresse hat ja in letzter Zeit aus unserer Sicht die EU außerordentlich geleistet. Also da sind ja in einem Betrag, der in Billionen geht, also eine Billion ist ein 1 und dann noch 12 Null, es ist unvorstellbar für den Einzelnen, wie viel das ist, ist da Geld gemacht worden und ist immer gesagt worden, das wird jetzt eingespissen und dann läuft die Wirtschaft an in Europa. Man redet jetzt aber von Krisen, wo Europa ereilt hat.
Warum funktioniert das nicht? Dass man einfach mit neu geschaffenem Geld, das man in Umlauf bringt, Konsum steigert, Wirtschaft steigert. Warum findet das nicht statt? Ja, ich glaube, es gibt auch bei der österreichischen Schule, auf der Nationalökonomie, gibt es Theorie mit dem abnehmenden Grenznutzen. Oder? Das ist das einfachste Beispiel, wäre sicher. Es kommt, wenn Sie aus der Wüste kommen, sind drei Tage dort, sind kein Wasser gehabt zum Trinken, dann würden Sie eigentlich für das erste Glas Wasser würden Sie Ihr ganzes Vermögen hergeben. Für das zweite Glas ein bisschen weniger, für das dritte noch ein bisschen weniger, für das vierte noch ein bisschen weniger. Und genauso ist es natürlich auch mit dem Geld, wenn man das kann aus dem Nichts heraus schöpfen kann. Wenn wir jetzt anschauen, Amerika zum Beispiel hat 1950 mit jedem Dollar an Kredit, der ins System hineingepumpt worden ist, haben sie $2,70 Wirtschaftswachstum hergebracht. In den 50er Jahren war es bereits auf dem $1,70 drin. Heute sind es bei 0,0, also bei 3 Cent, 3 bis 8 Cent. Also das heisst, das Geld heute, und das sehen wir auch, wenn man jetzt zum Beispiel sich die Bilanz anschaut von der SNB und auch von der Federal Reserve, ein S&P 500, wo man ganz klar sieht, die Korrelation zwischen den Bilanzsheets der Zentralbanken sind eigentlich fast 1 zu 1 mit der Börse. Oder? Zum Beispiel in Amerika, also dort ist er bei knapp 90% der S&P 500, wo man einfach sieht, das neue Geld ist eigentlich vor allem in die Börsen hineingegangen. Wenn man jetzt Europa anschaut, die sind zurückhaltender gewesen in der Geldschöpfung, haben aber auch Gas gegeben 2007 und 2011. Und dort sieht man auch, dass an auf sich das Geld an die Privaten, das ist stagnierend. Da sind sie auf dem gleichen wie Vorkrisenniveau, zum Teil bei 98, 97, also leicht zurückgehend. Aber es ist alles in die Finanzmärkte hineingegangen. Und es ist natürlich auch, die Schweiz, das beste Beispiel sind sicher die Immobilien. Oder? Wenn man natürlich sagt, heute mache Schulden, zahle 1,2% für eine Hypothek und dann kommen die Leute und sagen, also, wenn ich Schulden mache und dann eine Hypothek muss finanzieren, kommt mir das wesentlich günstiger, als wenn ich jetzt eine mieten muss. Oder? Also das sind dann so die, wo man steuern kann, in welche Asset-Bubbles gehen das rein. Bei den Privaten haben sie nie die Möglichkeit, zum oder wenn die Privaten verunsichert sind, oder sie sind schon zu verschuldet, oder die Banken haben Angst, um den Privaten Geld auszulehnen, dann kommt der Kredit natürlich nicht in die Realwirtschaft rein. Und das ist das, was wir eigentlich heute sehen, seit ein paar Jahren bereits. Und darum haben wir auch keinen Wirtschaftsumschwung. Oder? Wir haben in Amerika, wenn sie die offizielle Kalkulationsmethode nehmen, die man in Amerika gebraucht hat, um die Arbeitslosenraten auszurechnen, sind die bei 23%. Oder offiziell sagt sie, sie sind bei 5,5, aber wenn man es anschaut, 1980, wie sie es kalkuliert haben, 23. 50 Millionen Amerikaner auf Food Vouchers. Und wenn Sie anschauen, in der Eurozone, wir sind zwischen 30% und 70% Unemployment Rate, vor allem für die Jugendlichen. Oder? Mhm. Also man sieht, die Realwirtschaft kommt nicht vom Fleck, aber die Vermögenswerte sind aufgegangen. Und das heisst natürlich, die Schere geht auseinander und die für das zahlen müssen, das ist eigentlich der Mittelstand. Mhm. Und solange der Geld hat, wird umverteilt und wenn er kein Geld mehr hat, dann haben wir an sich eine Deflation oder wir haben eine Inflation. Aber das ist die Zentralbank hat die Möglichkeit, quasi Leute halt, uns zu enteignen über die zwei, über das Instrument. Die Zementierung von der jetzigen Politik wird nach Ihrer Meinung einfach den Mittelstand ausblüten lassen. Die Reichen werden profitieren, die Mittelständlerischen, die von ihrem eigenen Fleiss leben, die werden Zeche zahlen. Das ist richtig, weil das System natürlich auch eben, es führt zu einer Zentralisierung. Es gibt weniger, die von dem System profitieren können. Und der Grossteil zahlt eigentlich für das. Und Staatsapparat werden entsprechend wachsen? Und Staatsapparat werden natürlich entsprechend wachsen und haben die Möglichkeit, noch mehr die Freiheit der Bürger eigentlich zu beeinflussen und zu beschneiden. Gehen wir jetzt zur Gold-Initiative und ihren drei Forderungen. Die erste Forderung ist, dass sie der Nationalbank verbieten will, weitere Goldverkäufe zu tätigen. Das hat natürlich einen Zusammenhang damit, dass die Nationalbank vor gut 10 Jahren nicht weniger als 60% von ihren Goldreserven zu nicht sehr vorteilhaftem Preis veräussert hat. Ist die Forderung aus Ihrer Sicht richtig und ist sie auch zeitgemäss? Ich bin natürlich ich bin ein Anhänger von Gold. Und darum bin ich auch ein Gold, weil Gold ist bei mir halt wirklich, das stellt eigentlich die Freiheit des Individuums sicher, gegenüber einem totalitären Staat. Oder? Wenn das Geldwesen ist so wichtig und wenn sie das dem Staat übergeben, dann sehen wir, was passiert. Also das Geld wird einfach, es gibt einfach die Umverteilung und es gibt die Abwertung. Und es hat bis jetzt, das ist nicht das erste Mal, dass wir eigentlich auf so etwas laufen. Das ist zum ersten Mal, dass wir komplett ungedeckt sind. Aber in der Vergangenheit, können Sie die grossen Reiche anschauen, die sind eigentlich alle gestiegen oder sehr expandiert, erfolgreich gewesen.
mit einer starken Währung. Und alle haben etwas gemeinsam gehabt, nämlich sie sind kollabiert, wo die Währung einfach nicht mehr wert war. Oder? Dann hatten wir früher eine Goldmünze gehabt, dann sind wir Silber abgegangen, nachher hat man angefangen abzuschaben, Edelmetall kalt und am Schluss sind es noch Fleder gewesen, zum Beispiel im Römischen Reich. Und man hat gesehen, gehabt, eben mit der Entwertung von der Währung, also schon nur der Grundgedanke, dass der Schweizer sagt, oder dass jeder sagt, ich will mich in einem Geld zahlen, wo ich genau weiß, dass es über Zukunft auch Kaufkraft verliert. Also sprich, ich kann gar nicht sparen. Oder? Wenn Sie 2% Inflation nehmen, der Lukas Reimer hat das mal gesagt, 2% Inflation über 20 Jahre, haben Sie 50% weniger Kaufkraft. Also das heisst, wir können das Geld über, wir können gar nicht auf die Seite legen, wir können gar nicht sparen, weil die Politik von der Zentralbank enteignet uns, sie inflationieren. Und wenn sie natürlich wieder zurückgehen auf Gold, dann haben sie an und für sich die Möglichkeit, oder dann können sie davon ausgehen, dass ihre Währung stärker wird und dass ihre Kaufkraft grösser wird und dass, wenn sie heute Geld auf die Seite legen, wo das Gold deckt ist, dann wird das in 5 Jahren sicher mehr kaufen als heute. Oder? Weil man halt Geld nicht einfach drucken kann. Also Sie würden da denen entgegentreten, die sagen, ja, im Prinzip haben wir ja recht mit dieser Forderung, aber jetzt ist ganz ein falscher Zeitpunkt, um die zu stellen. Mit der Forderung von... Kein Goldverkauf mehr. Also ich finde, schauen Sie, im Endeffekt, eben, es hat natürlich auch seine Konsequenzen und über die können wir vielleicht nachher noch schnell andeuten. Und mir liegt es eigentlich auch fern, Leute in Gold reinzuzwängen. Oder ich finde immer, man soll keinen Menschen zu irgendetwas zwingen. Ich wollte ja nicht unbedingt gezwungen werden von anderen. Und darum, Gold ist etwas, da muss man sich auseinandersetzen, muss man Geschichte anschauen, muss man ein bisschen das Währungssystem anschauen. Oder nicht nur das, was man an der staatlichen Schule lernt, wo es eigentlich immer heisst, wir brauchen eine starke Regierung, wir brauchen Regierungsinterventionen, damit alles gut läuft, sondern da sind wir wieder zurück bei der Schweiz von früher. Oder? Wir haben so die Basis und wir überlassen die Entscheidungsgewalt wirklich dem einzelnen Bürger, wo sicher viel erfolgsversprechendere Story war, als was wir eigentlich heute haben. Gehen wir zu einer zweiten Forderung, die heisst, dass die Nationalbank mindestens 20% von ihren Aktiven muss in Gold halten. Es wird ihr eine Übergangsfrist von 5 Jahren eingeräumt, um das Ziel zu erreichen. Auch dazu ist die Forderung richtig und ist sie erfüllbar? Ja, ich glaube grundsätzlich, also sehen wir einerseits bei den Chinesen, weil die kaufen das in 10 Jahren massiv Gold zu. Also nicht nur Chinesen, sondern generell Asien. Also man kann über den Zeitfaktor sicher das Gold beschaffen, sofern, ja, und die 5 Jahre sicher auch. Oder wir reden über 20% bei uns, wir sind 99, sind wir auf 40% gewesen. Wenn man heute anschaut, Goldreserven, Anteil an Währungsreserven, Amerika, Deutschland, Frankreich, Italien, also größere Player zu nennen, dort sind wir überall zwischen 60% und 75%. Oder? Und die Schweiz sagt, wir gehen zurück auf 20%. Also wir sind jetzt natürlich unter 20, nicht? Jetzt sind wir bei 7,8%. Ja. Ich meine, ist dann die Überlegung, man muss ja gar kein Gold kaufen, um auf die 20% zu kommen, sondern man muss endlich die viel zu hohen Fremdwährungsbestände abbauen. Ist dann die nicht auch richtig? Ja, also natürlich. Ich meine, oder, ich bin überzeugt, dass der Euro nicht unbedingt eine rosige Zukunft vor sich hat. Oder? Wenn Sie das Geld aus dem Nichts herausdrucken können, dann führt das immer zum Gleichen und das ist der Kollaps von der Währung. Und da können Sie natürlich jetzt schon kurzfristig sich Euros Bestände anlachen. Ich denke einfach, dass das Papier im Endeffekt wertlos wird. Weil eben die Schulden, die sind so gewaltig, die wir aufgebaut haben. Und Gold haben sie halt immer noch Gold. Oder? Aber ich meine, was eigentlich die Quintessenz im Ganzen ist, ich meine, eben, jeder Schweizer hat eigentlich die Möglichkeit, sich selber zu schützen, wenn er das mal verstanden hat und wenn er sich mit der Geschichte selber auseinandersetzt. Und ich hoffe, dass diese Initiative natürlich auch die Schweizer dazu motiviert, selber sich mehr auseinanderzusetzen mit der Geschichte des Geldes oder mit den Strukturen eines politischen Systems, mit dem Föderalismus etc., damit man ihn motivieren kann, zum Herr von seinem eigenen Schicksal wieder zu werden. Weil er kann immer noch privat natürlich auch Gold ankaufen, wenn er verstanden hat, dass das ein Instrument ist, um sparen für die Zukunft, oder? Und dass es dann natürlich auch geschützt ist. Also man kann es nicht wegprinten, oder? Gold kann man nicht printen. Wenn zum Beispiel die NZZ in einer einzigen Ziele festhalten, die Initiative sei unzeitgemäss, könnte das auch bedeuten, dass man in der NZZ-Redaktion die Überlegung macht, wir wollen unbedingt vermeiden, dass die Leute anfangen, über das Geld und über das Gold nachzudenken? Ich meine, ja, natürlich, schauen Sie, heute haben Sie natürlich auch immer das Bankensystem oder auch die Grossbanken anschaut, oder? Wenn Sie natürlich quasi, wenn Sie 1 Million Ersparnis haben und jetzt bringen Sie das auf die Bank
Und jetzt schauen wir mal an, die haben eine Eigenkapitalquote, die sie halten von 2%. Dann kann eigentlich die Bank mit dieser Million 50 Millionen Kredit schöpfen, das Bankensystem. Und das ist natürlich ein Privileg, das sie haben. Also sie können aus dem Nichts aus Geld schöpfen, können auf das Zinsen verlangen. Und die Preise werden natürlich aufgetrieben. Oder? Und das sind die Interessensgruppen, die natürlich heute einfach in diesem System leben. Aber das ist auch das, was wir gelernt haben an der Schule. Oder? Es gibt nur John Maynard Keynes und es gibt Central Planning und die Regierung tut eigentlich alles abwickeln und entscheiden, weil das sind die, ein paar wenige Menschen wissen, was richtig und was gut ist für den Rest der Bevölkerung. Und das ist etwas, was ich darüber meine. Noch zur dritten Forderung, rasch die Forderung, dass Gold, das im Ausland lagert, das ist 30% gemäss Nationalbankangaben, das sollte zurück in die Schweiz. Ist das richtig und zeitgemäss? Oder? Also ich finde, das ist ein wichtiger Punkt. Oder wenn man heute anschaut, ich meine, faktisch sind in meinen Augen natürlich sämtliche Länder Konkurs. Oder? Und Gold hat immer einen realen Wert und das sehen wir auch, was passiert. Also wir haben ja auch einen geopolitischen Shift und da dürfen wir eigentlich nicht unterschätzen. Wo man eigentlich seit 20 Jahren massiv, dass eigentlich das Vermögen vom Westen nach Osten abwandert. Und das sicher auch in Form von Goldreserven. Oder? Weil Asien, Zentralasien, China, Indien, insbesondere aber auch ein paar Hyperinflationsländer in Südamerika zum Beispiel, die gehen alle auf physisches Gold zurück und die kaufen so viel physisches Gold, wie sie eigentlich können, in die Finger bekommen. Und die wissen, also ich meine, wir sehen auch, dass die Zukunft von global, ich denke, in Asien hat man nicht so grosse Ansprüche, was den Sozialstaat anbelangt. Und dort sehen wir, dass in Zukunft sicher die Zukunftsperspektiven besser sind. Zukunftsperspektiven. Was glauben Sie, wird passieren, wenn die Initiative angenommen wird? Und was glauben Sie, wird passieren, wenn die Initiative abgelehnt wird? Wie beurteilen Sie die Zukunftsaussichten? Oder Konsequenzen sind schwierig abzuschätzen. Es gibt die einen, die natürlich sagen, es ist ein... oder die einen sagen... Also was man eigentlich kann sagen ist, mit grosser Wahrscheinlichkeit wird der Schweizer Franken im Wert steigen. Oder? Die Währung wird härter werden. Oder wenn Sie natürlich die Exportwirtschaft anschauen, die werden natürlich dann Mühe haben. Oder? Aber die importieren ja auch gleichzeitig. Absolut. Ich meine, das sind die anderen. Man hat an sich heute die Umverteilung, man sagt, gut, es geht in den Export rein. Wir können die unterstützen, damit sie ihre Strukturen können eigentlich aufrechterhalten können. Aber eben die Konsequenzen von der monetären Stabilität ist, es kann eine Deflation geben. Also sprich, alle, die eigentlich Schulden haben, werden das Problem haben, weil in einem Geldsystem, wo natürlich das Geld an Wert zuleitet, heisst das auch, dass wir theoretisch müssen auch eine Anpassung machen. Also der Schweizer muss sich schon bewusst sein, was das bedeutet, wenn man zurückgeht auf eine starke Währung, die an Wert zuleitet in der Zukunft. Das heisst, wir müssen unsere Salär müssen wir eigentlich absetzen, wir müssen unsere Wirtschaft restrukturieren. Die Sparer hätten die besten. Also die Umverteilung wird gestoppt, oder das, was man eigentlich bezieht, kann man effektiv auf die Seite legen. Aber natürlich hat man durch das heute sehr viel mit Schulden operiert. Das sind die natürlich im Endeffekt alle darunter leiden würden, weil die würden Konkurs gehen. Es ist auch möglich, dass man im Bankensystem Problematik hätte, oder dass dort ein Bailout müsste geben. Also das sind... Wenn der Schweizer zurückgeht auf Gold, ich denke mittellangfristig sicher das Beste, was uns passieren kann, weil sonst werden wir einfach, sonst treiben zu uns, meines Erachtens, werden wir einfach am Schluss auf einer Währung sein, die überhaupt nicht mehr wert ist, dann können wir auch mit den Nötchen die Hände tapezieren. Aber der Entscheid hat auch seine Schmerzen, oder? Wir haben so viele Schulden aufgebaut in der Schweiz und heute die Wirtschaft funktioniert mit sehr viel Fremdkapital und sehr viel Schulden und das hat natürlich auch eine unmittelbare Auswirkung, dass die darunter leiden würden. Und wir hätten sicher eine Krise über vielleicht 1 bis 2 Jahre, aber könnten nachher wieder durchstehen. Schulden holen einem letzten Endes ein. Man kann Schulden, die man eingegangen ist, einfach nicht entgehen. Da komme ich wieder auf ein Wort, das ich in Ihren Überlegungen gelesen habe. Das ist ein Zitat von J.P. Morgan, wo heisst, Gold ist Geld, alles andere ist Kredit. Können Sie so zur Abrundung, zum Schluss erklären, wie Sie das meinen, wenn Sie das Zitat im Vordergrund stellen? Ja, ich glaube, J.P. Morgan eben, ist von der Morgan Bank im Endeffekt. Ich habe ihn nicht sehr geschätzt als Person. Teile noch nicht sehr viel von seinen Haltungen. Aber ich meine, auch er war dort gewesen, er hat das moderne Banking entworfen. Auch das Fractional Reserve war ein Teil gewesen. Also Fractional Reserve heisst eben, aus dem Nichts quasi können im Bankensystem Geld einschöpfen. Das ist etwas, was der J.P. Morgan gefördert hat. Und er hat das aber richtig gesagt. Eben, Gold ist Geld. Und alles andere ist Kredit. Und das ist halt einfach ein Fakt.
Also das heisst, Gold ist echte Substanz. Man hat etwas, das man einem nicht nehmen kann. Hingegen, wenn man Papiergeld hat, ist man denen ausgeliefert, die über das Papiergeld herrschen. Ist das so zu verstehen? Das ist genau so richtig. Also, ja. Also Gold sichert die Freiheit des Individuums und sichert das Eigentumsrecht von jedem Einzelnen. Und das Papiergeldsystem, das in einer zentralen Hand ist und ein paar wenige eben können entscheiden können, das hat natürlich überhaupt... Die können es inflationieren, sie können deflationieren. Ich meine, also die Währung wird einfach... Oder? Man hat kein Eigentumsrecht. Das ist eigentlich, Eigentumsrechte sind eigentlich nur von temporärer Natur. Ich stelle Ihnen die Frage nochmal, die ich Ihnen ganz am Anfang gestellt habe. Warum um alles in der Welt soll man Fragen, die derart das Gewicht haben, Probleme, die derartige Bedeutung haben für jeden Einzelnen, warum soll man die in der Schweiz jetzt nicht à fond diskutieren? Das ist das, was ich mir natürlich auch darum sicher auch gesagt habe, wenn ich möchte, ein Interview machen möchte, dann ich tue gerne aus meiner Perspektive. Es ist ja nicht, dass ich die Wahrheit beachtet habe, aber es kommt sicher mal aus einer anderen Sichtweise. Und ich finde schon die Diskussion, eben, es heisst natürlich, es gibt eine enorme Umstellung. Oder? Wir würden wirklich vom Zentralismus in der Schweiz, die Tendenzen, die wir sehen, würden wir eigentlich wieder zurückgehen. Also die heutigen Autoritäten hätten dann sicher eine Beschneidung von ihrer Macht. Und es würde eigentlich wieder mehr zurückgehen zum Schweizer, zu den Schweizer Bürgern. Und oder auch Konsequenzen aufs Ausland sind natürlich heute nicht abschätzbar. Aber ich denke, es gibt auch ein riesiges Potenzial für die Schweiz als Finanzplatz wieder. Oder wenn sie eine harte Währung haben, dann ist das eigentlich immer das Beste gewesen, was ihnen passieren konnte. Wenn eine weiche Währung wirklich eine Währungsschwächung etwas bringen würde, dann wäre Zimbabwe an sich ein Erfolgsmodell von dieser Welt. Oder? Zimbabwe haben sie, ja, sind die Trilliardär geworden und sie haben sich mit dem vielleicht noch ein Ei kaufen können, mit 3-4 Trilliarden. Und das zeigt einfach, so funktioniert es aber im Endeffekt nicht. Oder? Und ich glaube einfach immer noch, eben, und das ist die Schweiz, die heute, weil die Augen auch vom Ausland, alle, die freiheitsliebend sind, die sind auf die Schweiz gerichtet und die erhoffen sich sehr viel von dem, was da passiert. Und wenn es jetzt nicht zurückgehen sollte von Goldinitiativen, dass das durchkommen würde, hoffe ich zumindest, dass die Leute sich Gedanken machen und dazu schauen, was passiert in Zukunft. Oder? Also ein Ausgangspunkt, ja, für eine wichtige Weichenstellung. Weil man im Trott, wo man jetzt drin ist, eigentlich nicht einfach so Hotelgeld kann weiterfahren kann. Es ist ja noch interessant, wir stellen fest, dass im Ausland sorgfältige Beobachtung der Vorgänge in der Schweiz im Blick auf die Initiative stattfindet. Ist das, wie soll man das werten? Ja, also es ist natürlich auch nicht so, dass jetzt das in den Mainstream-Medien drin wäre. Oder? Also sie lesen da relativ wenig im Wall Street Journal oder in der Frankfurter Allgemeinen. Aber sie finden es natürlich eben, es gibt ja heute genug Webs, also Internetzeitschriften oder kleinere Player, die mit dem Internet die Möglichkeit haben, natürlich auch wesentlich breitere Leserschaft zu erfahren. Oder? Darum sind, glaube ich, Printmedien 40-60%, je nachdem, sind sie ja in der Leserschaft zusammengefallen. Das zeigt einfach, dass die Leute sich anderweitig informieren und sie kaufen nicht mehr alles das, was einfach die Massenmedien lesen. Und dort haben sie natürlich eben, das sind die Leute, die Freiheit und Gold einfach auf die gleiche Stufe setzen. Und das sind die, die sagen, hey, schaut euch die Welt an, wir sind in der grössten Verschuldungskrise, wir haben keine, wo man nicht sagen kann, die Wirtschaft zieht wieder an, wir sind jetzt einfach in einem Tief, in den nächsten 2-3 Jahren sieht das besser aus. Ich bin überzeugt, dass wir mit dieser bestehenden Politik weiterfahren, eben, dann kommt die Verarmung. Und am Schluss, letztendlich, führt sie in den Kollaps, wie wir das in Zimbabwe gesehen haben. Weil heute ist die ganze westliche Welt im Endeffekt tief verschuldet und nicht nur ein Land, wie das in der Vergangenheit. Herr Grass, ich danke Ihnen bestens für das Gespräch, Diagnose, die vielleicht im einen oder im anderen ein bisschen Hühnerhaut beschert hat. Ich danke dem Aufnahmeteam für Ihre Mitarbeit für die heutige Sendung. Ich danke Ihnen, sehr geehrte Zuschauerinnen und Zuschauer, für Ihr Interesse. Ich hoffe, dass Sie auf jeden Fall stimmen in einem Monat, wenn es um die Goldinitiative geht. Wir sehen uns wieder am Freitag, 28. November, auf Schweiz 5, unsere Partnerfirma mit dieser Sendung. Ich wünsche Ihnen, meine geschätzten Zuschauerinnen und Zuschauer, einen guten Abend und angeregte Diskussionen über Goldinitiativen. Dankeschön. Musik